Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ticket Vulkan mit deinem Sammy. Yay! Ja, letztes Mal haben wir endlich ein Chatpack gehabt und haben das auch immer noch und haben das jetzt richtig cool zum Rumfliegen. Und als erstes werde ich mir heute mal Holz holen. Das finde ich eine gute Idee. Das geht nämlich jetzt richtig angenehm. Da kann man am besten einfach mal in den Wald reinfliegen und ein paar Bäume auseinandernehmen. Gerade auch Rubberwood brauche ich wieder extrem viel für meine ach so tolle Rubberwood-Produktion. Nehmen wir da hinten mal vielleicht gerade den großen Baum auseinander. Ich habe wahrscheinlich noch keine Motorsäge, aber egal. So. Naja, es gab nicht alles, aber es gab schon einiges. Oh, es regnet. Holz, 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 Holz. Geile Scheiße. Yeah. So. Und mit dem ganzen Rubber Root, das ich jetzt hier überall Rubbery raushole, werde ich mir neue Teile bauen. Und Maschinen und so Zeug. So. Ja, das reicht auch schon mal. Ich weiß gar nicht, wo da der ganze andere Rest hinfliegt. Es leckt gerade wieder bei mir hier im Wald. Das ist ja wieder nicht feierlich. Also es leckt wahrscheinlich nicht allzu arg, aber so ein bisschen leckt schon. So minimal. Habe ich noch den falschen Shader drin? Nee, habe ich nicht. Das ist alles korrekt hier, ja. Außerhalb vom Wald leckt es dann nicht mehr. Okay, das ist also wirklich nur, wenn man Richtung Wald guckt, oder? So, hier ist wieder die Türe nicht zu. Macht die sich zu? Ja. Macht sie sehr schön. Gut, okay. Also zum einen stopfen wir den jetzt mal wieder voll mit Rubber. Und zum anderen ist jetzt... Ah, da habe ich ja auch noch ein ganzes Deck voll. Ja, dann bauen wir mal ein bisschen Kabel. Für was anderes werde ich den Rubber nämlich nicht wirklich brauchen. Ja, das war jetzt gerade mal wieder ultra schlau, aber egal. So, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal mehr als genügend Kabel. Die Fackeln erstmal da, den Rubber tun wir raus. Okay, perfekt. So, das war die Holzkiste, korrekt. Ja, ich glaube, ich baue mir mal eine Motorsäge. So. So, so, so. Und zwar hier. Wie geht denn die? Ach, bin ich noch im Cheat-Mode? Oh nein, bin ich noch. Oh, in dem Fall schmeiß mal die Motorsäge wieder weg. Und aktivieren den Recipe-Mode. So. Recipe. Refined Iron Unit und eine Batterie. Eine Unit dürfte ich noch haben. Ja, eine Unit habe ich noch. Refined Iron habe ich keins mehr. Und eine Batterie. Für eine Batterie brauche ich... Ist das Zinn? Ich weiß das wieder nicht. Ne, das ist Silber. 1, 2, 3, 4. Refined Iron. 1, 2 habe ich zu wenig. Dann machen wir uns noch ein bisschen. Und 2 von Dennis. So, und das Kabel habe ich auch schon. Dann haben wir hier den Iron rein. So... In Mesreader, nee, in Fusion. Fusion, nein, heißt nicht Fusion. Fronts oder sowas ähnliches heißt das richtig, gell? Ich verwechsel den Namen immer. Aber gut, das habt ihr sicherlich auch schon bemerkt. So, dann war das hier hinten der Griff, hier die Unit und hier das Iron Drumroom. So, und wir haben eine Jinzer. Yes, yes, ja. So, jetzt können wir nämlich Bäume fällen gehen. Naja, jetzt noch nicht, aber gleich. Und zwar in just in this moment. Und jetzt ist es richtig geil, mit dem Ding hier aufzuräumen. So, da pushen wir mal wieder drauf. So, jetzt fliegen wir schon mal ein bisschen darüber. Damit wir ein bisschen von unserem schönen Wald weg sind. Wobei, wir könnten dann auch ein bisschen hier abholzen, anfangen. Wechseln wir mal hier zum Badpack hinten drauf. Sonst ist die Kettensäge direkt leer. Und... Oh, da kommt ein Hühnchen drunter geflogen. Süß, ein Engelhühnchen. Angel Chicken. Hello again. So. Oh, ja, hier komme ich jetzt wieder nicht hoch. Aber da kann ich ja meine Chainsaw benutzen. Was auch cool ist, ich könnte jetzt mit dieser hier mir ein bisschen Hecke abbauen. Dann könnte ich mir da so eine coole Hecke mitbauen. So. Na, machen wir hier noch ein bisschen weg. Das geht ratzfatz und da kriegt man richtig viel raus. Also richtig geil. So.
Schwupps, und da ist der Wald weg. Und wie voll? Ah, das Bedpack hebt schon noch ein bisschen. Dann gehen wir mal woanders hin noch. Ja, wir könnten ja noch ein paar Rubberbäume abholzen, wenn wir schon hier sind. Die können wir ja dann wieder neu pflanzen. Die dürften ja direkt wieder mehr als genügend hier rauskommen. Gras kann ich damit auch abpflanzen, absägen direkt. Das ist ja cool. So, dann habe ich auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mal genügend Holz, um für die nächsten paar Tage durchzuhalten. Ach so, da müsste der Baum erst wieder wachsen. So, nee, so. Ja, ich glaube, das reicht auch schon mal. So. Nice. Okay. Gut, also Holz lässt sich relativ einfach farmen. Und ja, ich habe ja noch vor, so eine Chest zu machen. So eine Obsidian-Chest. Ich glaube, die heißt so. Und zwar einfach insofern, weil dann kann ich meinen Sunny unten farmen lassen. Sunny. Nee, Chest. Obsidian, genau hier. Ender Chest heißt's. Okay, und dafür bräuchte ich diese Blaze Roads. Oder die Blaze Road. Und eine Ender Perle. Habe ich beides noch nicht. Aber. Und ich bräuchte zwei Chests und Wolle habe ich. Also wäre jetzt mein nächstes Ziel, mir doch eine etwas bessere Rüstung zu machen. Wobei Eisen wohl wahrscheinlich schon relativ gut ist bei meinem Diamant, der nicht allzu üppig ist, ja. Ja, solange tun wir mal wieder das Zeugs laden. Und die lassen wir da, sicherheitshalber. Da drin läuft noch das Holz durch. Das heißt, wir haben hier noch Rohstoffe, die so sind. Das da haben wir hier unten. Und ja, alles klar. Doch, dann würde ich sagen, wir begeben uns auf die Suche nach diesen Blaze Roads oder wie die Dinger heißen, und dafür müssen wir ja auch wieder ins Nether. Mal gucken, wie lange wir da durchhalten. Wir haben jetzt ein Jetpack und ja, müssen wir mal schauen. Werde ich noch ein bisschen das Grünzeug hier los. So, habe ich sonst noch, das nehmen wir mal mit, das Brot auch, die Kakaobohnen kommen mal weg, eine Schaufel brauche ich wahrscheinlich hier auch nicht, die tun wir mal hier rein, die Eimer, ja doch, das geht, hier habe ich noch ein Ei, keine Ahnung, wo das wirklich hingehört oder kommen sollte, so, okay, dann nehme ich das Jetpack mit, mein Diamond Drill lasse ich, also mein Badpack lasse ich da, ich will ja eigentlich bloß Dinge farmen, denn da nehme ich mit und meine Schießdinger, dann kann ich sie vielleicht wegbürsten. Bürsten. So, das essen wir gleich hier. So. Yam, yam, yam. Dann geht's auf ins Nether und nach dieser doch erfolgreichen Holzfarmerei mit Angel Hühnchen. Angel Chicken. Ab ins Nether. So, primäre Hauptmission. Erstmal das Feuerzeug wegtun. Feuerzeug. Zeugs. So, primäre Hauptmission. Sind Blaze Rods. Lässt du mich? Ich weiß es nicht. Lieber gleich mal wegmachen. So, kann ich fliegen? Ja, ich kann fliegen. Oh, und ich werde direkt schon wieder angeschossen. Ich glaube, hier dürfte ich auch schon mal kurz in Sicherheit sein, dass ich den Shader wieder umstellen kann. Und zwar das hier. Yes, yes, ja. Oh, much better. Oh, hier habe ich einen kleinen Lichtdot. Und genau, hier hinten habe ich schon gesehen, am Anfang, da gab es eine Nether-Festung. Wenn ich zu der jetzt drüber fliege, dann habe ich doch da sicherlich auch schon die ein oder andere. Wie nennt sich diese Lorenrouten-Spawner, heißt denn, glaube ich, auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Teile brauche ich. Und ich glaube, da ist auch schon einer. Ah, nee, das war nur Lava. Da hat es ein normales Skelett. Okay, alles klar. Das stört uns aber erstmal auch nicht. Da sind welche und da sind auch welche. Da oben ist der Spawner. Alles klar. Der wird voll von der Lava erwischt. Aber gut, okay. 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 Oh shit. Oh shit. Oh, ich gehe drauf. Nein, gehe ich nicht. Oh verdammt. Aber. Oh verdammt. Oh verdammt, verdammt, verdammt. Oh verdammt.
Ich kann hoffentlich was essen, ohne dass die mich abschießen. Ah, ich habe kein Life mehr. Oh, und die schießen. Und sie hat mich nicht getroffen. Jetzt dürfen sie mich auch nicht treffen. Sonst habe ich ein Problem. Und zwar ein richtig dickes. Das heißt, ich bringe mich mal fix in Sicherheit. Komm, komm, komm. Ja. So. Okay. Mein Life füllt sich nur dezent. Da hinten habe ich schon wieder ein Schwein. Das nervt mich auch schon wieder. Und da unten ist der Spawner und da ist die Lava. Ah, ich habe jetzt kein Stoffmaterial oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe hier ein kleines Problem. Puh. Oh nein, und da kommt auch noch so einer. Aber da kann ich ja die da nehmen. Die ist nämlich ziemlich effektiv gegen die. Wenn man dann trifft. Was ich tue. Jetzt vielleicht. Nope. Oh. Die darf mich bloß nicht treffen. Ja, ich habe sie zumindest, glaube ich, mal getroffen. Und. Ja, Mann, da liegt sie auch. Okay. So, das Schwein, das machen wir uns jetzt auch mal vom Leib. Einmal. Und. Ich glaube, jetzt habe ich bald keine Munition. So, das ist jetzt auch weg. Und da hinten ist der Spawner. Okay. Da haben wir auch eine Route drin. Das heißt, ich nehme mir auch schon mal die vor. Mein Jetpack hebt noch eine Weile. Alles klar, komm her. Komm, komm, komm her. Okay, die ging relativ einfach. Und die hier ging auch relativ einfach. Und hier komme ich an die hin. Komm her. Ich habe schon eine Route. Oh, ich muss abhauen. Okay, die ist auch weg. Alles klar. Das heißt, okay. Da unten, das ist Lava. Alles klar. Okay. Live kriege ich jetzt hier auch schon mal nicht mehr, so wie es aussieht. Da ist die nächste. Okay. Okay, ich glaube, mein Streitkolben ist auch fast leer. Oh ja, der ist es. Oh. Na, komm her, komm her, komm her. So, die haben wir auch. Schön. Gab aber keine Route. Bis jetzt erst eine Route Ausbeutung. Das ist natürlich mau. Und hier ist mein Tod wieder. Okay. Da gab es noch eine Scherbe. Ne, zwei Routen haben wir jetzt. Alles klar. Okay. Sollte ich bloß mein Life ein bisschen schneller füllen. Da hinten sind welche. Aber ich glaube, mit zwei sollte ich es nicht auflegen. Ich könnte ja die herlocken. Ah, das sind ganz viele, aber. Das ist schon kritisch hier. Kommt die? Ja, die eine, ich glaube, die kommt. Dann nehme ich es mit der auf. Dann, wenn die hierher kommt, dann könnte ich vielleicht noch. Ah, die kommt, die kommt. Oder? Na, komm, komm, komm. Nee, sie traut sich nicht her. Ah, aber die traut sich her. Das ist natürlich doof. Ich nehme hier mal ein paar Netherwarzen mit. Die kann man gegebenenfalls mal brauchen. Und ein bisschen Soul Sand können wir auch mitnehmen. Dann können wir die nämlich wieder anpflanzen. So. Wer weiß, ob wir die mal brauchen. Und vielleicht auch nur zu Deko-Zwecken oder sowas. So. Ah, die lässt mich nicht rein. So, haben wir schön ab hier. Das gefällt mir nicht. Das ist mir ein bisschen gefährlich. Von dem her hauen wir mal ab hier. Ah, das sind sie. Oh, das sind drei. Ich glaube, mit Dennis sollte ich mich nicht anlegen. Oder? Alle drei auf einmal? Das ist schon krass. Ja, und dann noch ein Ding. Ein. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Diese Fliege. Madame hier. Ich glaube, ich verschiebe das mal noch ein bisschen mit den Routen. Und fahre mal noch eine Weile so mit meinem Sunny, bevor ich mir die Kisten baue. Die Ender Chests. Heißen sie Ender Chest? Ja, ich glaube, ja, genau. Und ja, und gehe mal lieber ein bisschen auf Safe, weil ich weiß auch nicht, wie lang mein Jetpack noch hält. Wir können ja mal kurz gucken. Okay, das hat noch die Hälfte, also da wird schon noch einiges gehen. Aber es ist halt, ja, ich bin so ein bisschen. Ich fahre mir noch ein bisschen Glowstone, der wahrscheinlich die Hälfte runterfliegt. Aber wobei, ja, ziemlich viel durfte ich auch kriegen. Ja, und werde lieber so ein bisschen noch auf Safe farmen. Und wenn ich dann auch eine bessere Rüstung habe, ich weiß nur noch nicht, wie ich die krieg,
Müsste ich mal gucken, ob ich mir da vielleicht so eine Dingrüstung baue. Wie heißt sie denn? Ich guck gleich mal hier. Diese. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was soll denn das hier? Komm her. Oh, ich hab bloß noch ein Life. Lass dich mal ein bisschen füllen. Komm, renn hier mal in die Lava. Oder so. Macht dir das was? Ich weiß das gar nicht, aber er ist auf jeden Fall geslowt. So, und da ist er auch weg. Alles klar, und es ist schon wieder Nacht. Das heißt, wir gehen mal fix schlafen. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich habe gerade gar keine Aufnahmezeit. Aber da bin ich wieder. Ich glaube, wir sind so knapp bei 15 Minuten jetzt. So vom Ding her, das könnte gut hinhauen. Naja, immerhin zwei von diesen komischen Blazers haben wir jetzt bekommen. Jetzt brauchen wir bloß noch 6 Stück. Eigentlich machbar. Und der hier, der macht schon wieder komische Sachen. Was fehlt ihm denn? Fehlt ihm Strom? Ja, ihm fehlt Strom. Warum fehlt ihm Strom? Ich meine, der ist fertig. Der macht auch nichts. Der hier macht noch ein bisschen was. Lädt der noch? Ne, der lädt eigentlich auch nicht. Kommt ein bisschen wenig an, oder? Oder braucht der gerade so viel? Wenn wir mal schauen. Braucht der gerade so viel zum Aufheizen? Aber wieso ist der runtergedroppt? Die Redstone-Fackel war ja eigentlich an. Oder müsste ich das vielleicht doch über einen Schalter lösen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Räumen wir noch die Nether-Warzen hier auf. Dann noch ein bisschen. Hier haben wir noch ein bisschen Gold-Nuggets und Dust. Das da tun wir mal hier dazu rein. Dann habe ich noch ein bisschen Zinn hier, soweit ich weiß. Und hier habe ich noch Rubberwood. Müssen wir auch noch ein bisschen aufräumen. So, alles klar. Okay, also wir kamen unseren Ender-Chests näher, aber sind es denn die Ender-Chests? Ja, es sind die Ender-Chests. Ich verwechsel es dann doch immer. Und der hier ist eigentlich auch Geschichte. Den können wir eigentlich in die Ecke pfeffern und uns einen neuen bauen, weil ich finde die Dinger doch relativ effektiv. Habe ich noch Faden? Ja, habe ich. Eins, zwei Stückchen durfte ich in meiner Holzkiste noch haben. Genau, und dann brauche ich noch. Ah, ich nehme mir da wieder einen Diamantflegel. Ich glaube, die sind einfach haltbarer und machen auch mehr Schaden. So, perfekt. Genau, jetzt haben wir nämlich den auch wieder. Sehr schön. Und dann beenden wir die Runde heute. Hier. Oh, wieder mit dem hellen Shader. Na, dann stellen wir noch fix um, dass wir hier ein schönes Abschlussbild haben, wie wir es gewohnt sind. Ja, vom Tekkit-Vulkan, vom Fuße des Vulkans. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Bye, bye.